jetzt zum dritten Mal Hallo. Wie versprochen fahren wir jetzt nochmal in ein Studio von einem sehr alten, guten Freund von mir, der Andi, Andis Gym in Pietzhausen. Der Andi war mit mein erster Mentor, wenn es ums Krafttraining geht. Als ich angefangen habe, damals mit 21 Jahren, war das noch viel, viel kleiner, der ganze Sport, und es gab irgendwie niemanden. Und ich habe mal davon gehört, dass es irgendwie in Pietzhausen ein Studio gibt. Das ist ja voll die coolen Bodybuilder und alles ganz krass und extrem. Bin dann dahin und habe da auch dann echt erstmal, glaube ich, 4 Jahre trainiert und habe mit Andi eine mega Freundschaft aufgebaut. Und er hat mir auch bei meinen Fotoshootings und bei meinen jetzigen Wettkämpfen immer beiseite gestanden und bei allem geholfen. Und da ja heute der letzte Tag in Deutschland ist, bevor wir morgen losgehen nach Holland, gehen wir nochmal hin und machen nochmal eine kleine Posing-Session bei ihm im Raum. Hol ich mir nochmal sein Feedback ein zu meiner Form. Und das war's eigentlich. Dann bis gleich. Schön nach Ihnen. Hey! Hallo! Hi! Hey! Ihr habt den Andi ja jetzt schon ein bisschen gesehen und wie ich euch vorhin schon erwähnt habe, ist er eigentlich der erste Mentor, den ich überhaupt im Kraftsport hatte. Und ich gebe das Mikro einfach mal kurz ab an Andi, dass er selber sagen kann, wer er ist, was ihn zu dem macht, was er ist, und für mich einfach der Andi. Hallo alle zusammen da draußen. Also wie schon erwähnt, bin ich der Andi. Ich betreibe schon seit 20 Jahren ein eigenes Fitnessstudio, eine Kampfsportschule. Ich mache schon seit über 35 Jahren Bodybuilding, Kampfsport etc. Ja, was gibt es noch zu sagen? Habe schon etliche Athleten vorbereitet, baden-württembergweit, und auch erfolgreich. Und wie gesagt, wenn ihr Lust drauf hättet, seid ihr recht herzlich eingeladen. Ich habe für jeden ein Ohr offen. Auch wenn wir nicht dabei sein können, wir wünschen dir alles, alles Gute, und wir wissen, du schaffst das. Wir glauben an dich. Daniel, hau rein. Hey Dan, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Wettkampf, und ich weiß, du wirst es schaffen und du wirst mit einem stolzen Kopf vorangehen. Und sei arrogant auf der Bühne, du kannst es. Hey Coach, ich will dir sagen, dass ich brutal stolz auf dich bin und eine große Ehre für mich, dass ich mitkommen kann, dich begleiten kann. Und ich habe immer nicht geglaubt, und ich wünsche dir deinen Wettkampf sehr viel Erfolg, zeig alles und lass es rocken. Okay, peace. Hey Dan, ich bin echt froh, dass ich dich auf dem Weg ein bisschen mit den Videos begleiten durfte. War mir eine Ehre, und ich weiß, dass du es rocken wirst. Das ist der Shit. Bis danach.